Die Red Faction hat Parker, Dust und Oasis befreit. Bald werden wir unseren Feind von der Oberfläche des Mars vertrieben haben. Wir besitzen die Nanoschmiede. Und bald gehört uns auch Ios. Der Verteidigungsrat der Erde muss sich dann entscheiden. Entweder er akzeptiert den Frieden zu unseren Bedingungen, oder er muss weiterhin einen viel zu teuren Krieg führen. Wir planen gerade einen massiven, koordinierten Schlag gegen Positionen im Ios-Sektor. Mason, du führst den Angriff gegen das IDF-Zentralkommando an. Stoße zu deiner Truppe und warte dann auf weitere Anweisungen. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Red Faction Guerilla. Ich dachte mir, ich lasse die Sequenz nochmal drin, weil wir die am Ende der letzten Folge schon mal geguckt haben. Aber jetzt geht's darum, Ios ein für alle Mal aus den Händen der IDF zu befreien. Guck mal, wie es so klappt. Wir haben die Nanoschmiede, wir haben die Railgun und die Thermobar-Raketen. Jetzt geht's los. Das Auto gefällt mir besser. Das hat ein bisschen mehr Panzerung. Dann hoffen wir mal, dass sie gesprächsbereit sind. Die Hydra. Wenn er zu teuer wird, werden sie nach Hause gehen. Dan könnte das hier sehen. Du bist unser bester Mann, Mason. Ohne dich hätten wir es nie geschafft. Das ist wahr, ich bin offensichtlich euer einziger Mann. Das ist noch nicht vorbei. Nur nochmal zur Verständnis. Die Hydra, wer das nicht mitbekommen hat, das ist ein riesiges Kampfschiff, was im Orbit um den Mars herumkreist, wie so eine riesige Einsatzzentrale mit den größten Bewaffnungen, was die IDF so zu bieten hat. Langsam. Die IDF hat am Kontrollpunkt schwer was aufgefahren. Und ich sag mal, das hat man so durch die ganzen Nachrichtendinger und so mitbekommen. Falls es jemand verpasst hat. Ich meine, man wird ja noch zu Gesicht bekommen. Ich bin mir gar nicht sicher. Es ist, wie gesagt, 1000 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber es macht genauso viel Fun wie damals. Kannst du mal aufhören, bei jedem Hubbel einen Kommentar abzugeben? Red 11, Einheit zur östlichen Zufahrt verlagern. Dort Hallo. Eine Hallo. Echt jetzt? Echt jetzt? Really? Really? Ich weiß überhaupt nicht, wovon die reden. Komm mit einem Schlag direkt hier. Ja, so geht das. Haben hier die Vögel abgeschossen, unterwegs nach Osten. Wir werden die wahrscheinlich eh nicht alle fangen, aber... fangen vor allem. Position durchgeben. Zumindest, dass wir die Dinger... dass wir die, sag ich mal, eingesammelt haben. Dass sie gezählt haben für uns, auch wenn wir jetzt die 12 Barschrott nicht mitnehmen können. Ich habe keine Ahnung, wovon die reden die ganze Zeit. Wow. Sie haben zwei am Tor und zwei auf dem Wall. Wir haben die Thermobar-Raketen, das reicht. Oh. Habt ihr den Treibstoffdampf beschossen? Hä? Das sind random Unterhaltungen, die wir einfach mitkriegen, oder was? Positiv. Oh, gut zu wissen, gut zu wissen. Danke sehr für die Antwort. Haltet euch bereit. Ich brauche Raketen an der Westflanke. Da unten, bei der Garage. Wie viele IDF-Truppen gibt's denn überhaupt? Kriegen die das auch mit, wenn ich das sage? Red 7, auf mein Kommando den Turm sichern. Dieser Schütze muss weg. Offensichtlich nicht. Naja, kannst du mal versuchen. Moment, die Brücke, war die nicht weg? Sie ist wieder da. Ich erinnere mich hier dran. Wir haben noch Einheiten unterwegs. Ja, ich bin noch nicht da. Ich habe noch nicht mal meine Truppen abgeholt. Die armen Schweine werden es nicht mal kommen sehen. Ja. Boah, die Sonne. Das sieht echt gut aus. Wie viel Zeit haben wir?
Ich bin noch nicht mal da. Ich habe noch nicht mal meinen eigenen Hammer der Götter. Die, ich sehe es gerade, die Mission. Oh, wir sind da. Hier steht ein beschissenes Auto. Wir tauschen das. Ne, Moment, wir wechseln das Auto. Weil das hier scheint funktional zu sein. Also zu 100%. Nicht so wie das da. Das war das Ziel. Ich habe den Trupp. Alle vollzählig und überprüft. Dann fahr weiter zum Treffpunkt. Wir werden den Angriff starten, sobald alle in Position sind. Hector. Komm mal hier. Komm mal hier. Ich lasse die jetzt gerade mal, weil wir mitten. Achtung, das tut mir nicht leid. Weil wir mitten in der Mission sind und das ja eh nicht in der Mission gezählt wird. Was? Was ist los? Wir werden angegriffen. An alle Einheiten der Red Faction. Zur Basis zurückkehren. Was? Wir sind unterwegs. Was ist jetzt passiert? Wir haben gerade unsere scheiß Truppe abgeholt. Was soll das denn, Mensch? Wir fahren jetzt hier durch einfach. Ist mir egal. Geht das überhaupt? Ja, irgendwie. Irgendwie. Der Kommando hat keinen Strom mehr. Der Generator wurde getroffen. Was zur Hölle? Was ist da los? Irgendwas stimmt da nicht. Ich komme zu Hilfe. Oh, Scheiße. Ich komme, um euch zu retten. Boah, nice. Vielleicht wird es doch keine so gute Idee, hier durch die, durchs Geschiss zu fahren. Ich weiß nicht, Offroad gibt es hier nicht so viele Möglichkeiten. Wo ist Sam? Bring Sam hier rauf! Ist Sam nicht die Frau gewesen? Diese Technikerfrau? Schaffen wir! Offroad! Komm her, easy, oder? Was beschwert ihr euch überhaupt? Irgendwas stimmt hier nicht, auf jeden Fall. Irgendwas geht hier sehr schief im Moment. Wir sitzen hier in der Klemme. Ja, ganz ruhig. Ich bin unterwegs. Ich weiß gar nicht, bis wohin wir müssen überhaupt. Was ist das denn? Joa. Ich wollte gerade sagen, ey, fliegt da wieder irgendein Scheiß in der Luft? Nein, es sind einfach Bomber. Radieren die jetzt etwa unsere Basis aus? Oh oh. Irgendwas ist, stimmt hier nicht. Mit mir. Scheiße. Ist jetzt wieder woanders? Nee. Da? Da lang? Leckt mich doch. Alles klar, bin unterwegs. Sei vorsichtig, die IDF ist überall. Ich hab's schon gemerkt. Die Frage ist, warum sind die überall? Wie konnten die so einen großen koordinierten Angriff abfangen? Was? Der Alte? Ich hab so das Gefühl, wir haben einen Maulwurf drin. In unserer... Bei uns haben wir... Irgendwo gibt's einen Maulwurf. Ah, so, so wollt ihr jetzt spielen hier. Nicht mit mir. Haltet den Versorgungstruck auf. Ja, moin. Der Masern. Mir geht es gut, aber der Commander ist tot. Wir müssen das Gebiet sichern. Bleib in Deckung, bis die Luft rein ist. Fuck. Och, geh doch aus dem Weg. Ja, wenn du im Weg stehst, Fräulein. Oh, mein Headset geht gleich aus. Ich häng das mal. Wo ist denn jetzt das Kabel? Ganz schnell ans Ladegerät. Ich bin sofort wieder da. So, Ladegerät hängt dran. Dolby läuft. Jetzt geht's los. Das ist toll.
Ich fülle gerade mal hier die Money ein bisschen auf. Damit wir hier nicht... Alter, hier kommen... Wie viele kommen denn hier, bitte? Was ist das? Ja, Alter, was soll ich denn machen? Huch. Jemand muss die Geschütze bemannen. Welche Geschütze? Dass ich nur... Was zur Hölle? Welche? Ich weiß nicht, von welchen Geschützen ihr redet. Ich bin gerade so ein bisschen... Ja, wo ist denn mein hier? Ja, Alter. Ich fühle hier in einen Mannkrieg gerade. Ich weiß nicht, von welchen Geschützen sie redet. Alle Macht dem Volk. Was ist das? 3 Sektoren auf 100. Ja, easy. Sehr viel einfacher, von hier zu kämpfen. Und ab mit dir. Hey, 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 hey. Ich pack gleich so eine von den dicken Raketen aus. Die habe ich auch noch im Petto. Wollt ihr noch mehr? Na? Ja, ich glaube, wir kämpfen hier. Ich glaube, das ist einfacher. Du stehst ein bisschen im Weg. Hat das was gebracht jetzt? Oh, nee. Gebiet gesichert. Noch nicht ganz. Oh. Was machen wir nun? Ich weiß nicht. Ich muss kurz nachdenken. Alle sind tot. Der Commander ist tot. Wir brauchen einen Plan. Okay. Wir suchen die Überlebenden und sammeln uns. Wir haben noch das Gewehr und die Nanoschmiede. Du hast recht. Das ist es. Komm, Sam. Die Knarre holt kein EDF-Dreadnought aus dem Orbit. Nein, aber die Schmiede ist modular. Das Gewehr nutzt kaum ihr Potenzial. Jedoch mit einem Massebeschleuniger. Wir müssen zu den Marauders. Die Marauder? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hör zu, die Hydra ist unterwegs. Die Rebellion ist erledigt, wenn die Marauder uns nicht helfen können. Die Marauder sind ein Haufen wilder Hunde. Mason, ich bin einer von ihnen. Was? Ich bin ein Marauder. Du musst die Strahlenzone durchqueren. Wir können dein Fahrzeug mit einer Panzerung aus Schrott versehen. Du solltest also nach Barschrott Ausschau halten. Moment mal, wie kannst du ein Marauder sein? Du musst mir einfach vertrauen. Ich kann das nicht alleine machen. Wir brauchen Barschrott. Na gut. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust, Sam. Puh, ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz erwartet, aber gut zu wissen, dass sie auch einer von den wilden Hunden ist. Was ist das denn? Strahlenschutz. Alles klar, gucken wir uns an, gucken wir uns an.
Strahlenzone, schätze ich mal, das hier sein. Nee, Moment, wo waren die? Strahlenzone haben wir doch irgendwo gesehen. Das war... Wo war das? Hier. Nee, das war aber nicht die Strahlenzone. Irgendwo? Ist es vielleicht hier? Das ist noch nicht... Da, Strahlungszone. Genau, da waren wir hin. Ich gebe erstmal zum Unterschlupf. Das Tier wurde nicht entdeckt. Hä? Jetzt auf... Ich guck mal, wie viel das kostet. Dürfte nicht so viel sein. Das gehört ja zu einer Mission dazu. Also, ich gehe mal von 1 bis 200 aus, aber maximal 3. Maximal 300, schätze ich. Also, wie gesagt, das ist nur eine Schätzung. Wir werden es rausfinden. Guck mal, 150. Das geht doch voll. Das heißt, sie ist eine von den... von den Genen veränderten Menschen, oder was? Hm. Das ist echt gut zu wissen. Die Frage ist, wo kommen wir jetzt an 40 Dinger ran? Bisschen Zeug in die Luft sprengen? Ja, wie sieht's aus? Wir haben hier noch was zu erledigen. Oder gibt's hier noch irgendwas Kleines, was wir platt machen können? Wenn wir jetzt hier hin wollen, theoretisch, da können wir gar nicht hin. Oder? Hier gibt's doch noch was. Dann gucken wir mal, wie viel wir da rausbekommen. Wir brauchen 29 Barschrott. Wir könnten jetzt auch eine Mission machen, aber wir machen oft Missionen. Und so oft jagen wir tatsächlich nichts in die Luft, wie ich gern wollte. Jetzt möchte ich das nochmal markieren hier. Hier will ich hin. Weg da. Das ist die falsche Richtung. Danke sehr, Auto. Wegen dir fahren wir jetzt falsch. Wir haben nichts getan. Ja, so wie das Spiel mit uns umgeht, wundert es mich ein bisschen, dass wir nicht auf Rot gesprungen sind, weil die an uns vorbei sind. Ah, fahr doch. Er fährt nicht. Oh Mann, diese NPCs, ey. Aber warum konnte der jetzt gerade tuten und können das nicht? Ich bin immer noch zu doof. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich drücke wieder. Na, der Knopf war es offensichtlich nicht. Jeden Knopf, aber. Guck, die rasten einfach aus. Wir haben euch nichts getan. Schaffen wir das, schaffen wir. Jetzt wird geromst. Ja. Die Waffe gefällt mir. So, jetzt müssen wir... Wie viel waren es? 150, ja? Mein Geschmack steht da noch ein bisschen zu viel von dem Haus. Das ist eher so meins. Viel mehr kriegen wir trotzdem nicht an Zeug. Kriegen gar nicht so viel raus. Ich glaube, wir müssen das Große da zerstören. Das große Gebäude. Ich würde gerne einen Schwachpunkt treffen, der unten liegt irgendwo.
Oder mitten rein. Ich weiß jetzt nicht, wie viel war es denn? Das ist wahr. 79% haben wir. Oh fuck. Hallo, 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 hallo. Ganz ruhig. Was zur Hölle? Nein, das ist... Wir sind tot. Ich drücke als 4. Ich drücke die 4. Da sieht man übrigens gerade die Hydra auf dem Bild. Dieses riesige Sternzerstörer. Und jetzt ist er auf dem Weg zum Mars. Fuck, 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 fuck. Nochmal fuck. Ich will dieses Gebäude zerstören. Wirklich. Ich bin... Oh, toll, was ist denn das für eine Schrottkarre? Die ist doch schon viel besser, aber da müssen wir außen rumfahren. Ich nehme das hier. Hallo, ich nehme das hier, habe ich gesagt. Ich weiß. Ich bin ja auch der Gott des Mars. Alle haben mir zu gehorchen. Fertig. Ich bin der alleinige Herrscher. Weißt du, EDF darf langfahren, wo sie will. Aber wenn wir das machen... kommt da die fette Sirene. Wir müssen das Gebäude ja nur zerstören und das Zeug einsammeln, bevor wir sterben. Wenn wir denn überhaupt sterben müssen. Okay, wir sind nah dran. Ich rieche es, ja. Einmal noch über die Brücke und dann sind wir da. Diesmal hebe ich die Thermobar-Raketen komplett für das große Gebäude auf. 99%? Jetzt schon? Wir haben da noch gar nichts gemacht. Also unten auf der Minimap hat er gerade bei dem Gebäude 99% angezeigt. Als ob irgendwas so irgendwo runtergefallen wäre. So, jetzt müssen wir... Ich versuche von oben anzugreifen. Ich glaube, das ist... Das sollte hilfreicher sein. Guck, es ist schon wieder gelb. Warum ist es gelb? Warum nur? Wir werden es regnen lassen. Auf die EDF wird es regnen an Vernichtung. Von hier aus, hier ist nämlich eine Munitionskiste. Oh dann. Moment, das ist... Ich habe gerade ein mega Déjà-vu. Oh. So muss es sein. Ja. Ach komm. Ja. So viel dazu. Was zur Hölle? Warum sind wir jetzt gestorben? Also die... Der, ne, das Fadenkreuz, sag ich mal, das war definitiv nicht auf den Stein gerichtet. Sonst hätte ich ja nicht gesehen, wo ich hinschießen will. Och, nicht schon wieder. Was passiert da im Hintergrund? Weg da. Da fliegt sie. Oh mein Gott. Also, auf ein neues. Das muss doch mal funktionieren. Kann doch nicht sein, dass wir so blöd sind und nicht mal dieses eine große Gebäude mit den Thermobar-Raketen klein kriegen. Ich meine, die haben schon ziemlich einen Wumms gemacht, aber dass wir da jetzt gestorben sind, das war natürlich ein bisschen nicht so gut.
Was passiert hier? Oh nein, ein Kieselstein. Moment, lass mich einen Backflip machen. Würde kein Auto jemals sagen. Außer in Red Faction natürlich. Ja, schon wieder, 99%. Also unten auf der Minimap steht es. Hm. Oh, hier sind wir ja schon. Und wir sind gelb direkt. Das heißt, wir kommen hier rein und sind direkt schon gelb. Naja. Komm schon, ich weiß, dass du reichst. Ja. Perfekt. Okay, dann werden wir diesmal ein bisschen vorsichtiger damit umgehen müssen. Keine Muni mehr. Noch fast keine Integrität mehr. 14% hat das Ding noch. Wir haben keine dazu bekommen? Ach, das ist aber schade. Wir müssen da runterkommen. Ich brauche Zeug. Ich brauche den Schrott von hier. Die Muni wäre natürlich auch nicht schlecht. Können wir die mitnehmen? Können wir hier auffüllen? Immer noch nicht. Ich glaube, Thermobar ist ein bisschen zu krass, um das hier an so 0815 Dingern aufzufüllen. Ja, stütz ein. Was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Sorry, wollte ich nicht. Wir brauchen 150, ja? Oh Gott, das würden wir sowas von nicht überleben. Verdammt, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Das reicht uns nicht. Wir wollen mehr. Schaffen wir es echt noch zu entkommen? Das wäre natürlich ein Plot-Twist. So ein bisschen. Naja, auch wenn es nicht so viel Barschrott gab, haben wir auf jeden Fall ein super Gebäude von denen in die Luft gesprengt. Mit zwei Toten? Nee, Moment, ein Tod. Die, oh Gott, wir haben wieder so eine fahrende Flugabwehrbasis. Huh! Wo fährt denn unser... Oh Gott. Ja, das ist so ein fahrendes Flugabwehrgeschütz oder Boden-Luft-Raketen. Weiß ich nicht. Wir fahren ganz gemütlich nach Hause, ohne dass irgendjemand irgendwas mitbekommt. Genau hier wollten wir hin. So, immer mein... Hallo. Was ist denn jetzt los? Gibt gar keinen Barschritt. Was ist denn das für ein Fake? Fake News. Und tschüss. Ich glaube, wir müssen auf die Suche nach Erzen gehen. Ich glaube, da bleibt uns gar nichts anderes mehr übrig. Ich habe nur 138 und das ist halt echt ein Witz. Wir brauchen 150, das ist theoretisch auch ein Witz. Achtung! Ach, es ist noch niemand durch einen Backflip umgekommen. Obwohl, ja, vielleicht doch, aber nicht wegen uns. Ja. Ich sag am besten gar nichts. So. Ich hätte gern eins dieser netten Taxen. Das gefällt mir.
Ich glaube, ich hatte ganz deutlich was von Deutsch gesagt. Ja? Ich würde es nur nochmal anmerken. Das manchmal. Kann ich nicht? So. So, Erze. Keine Ahnung, wo es Erze gibt. Map, map. Ich glaube, wir sind hier komplett falsch. Wo gab es denn viele Erze? Freifeuerzone? Parker. Parker war auch nicht schlecht besucht von Erzen. Wo sind wir denn hier zu Hause? Erstmal kurz umgucken und realisieren, was wir eigentlich machen. Ach, das gute alte Parker. Lang ist's her, du. Lang ist es her. Erze gab's hier überall. Du da. Was macht das? Das Auto gehört hier eigentlich nicht hin. Ich wollte nur mal sagen, das ist ein IOS-Auto. Ganz offensichtlich. Ich fahre jetzt mal ein bisschen durch die Stadt und guck mal, ob ich was finde. Aber erst in der nächsten Folge, beziehungsweise zwischen den Folgen mache ich das. Ich fahre jetzt nur ein bisschen rum, gucke, ob ich hier und da ein bisschen Erze finde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Red Faction Guerilla. Bis dahin.